Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck und herzlich willkommen zu meiner Rezension über den EcoDis Smartphone Gimbal. Videocheck. Ja, erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Einige werden wahrscheinlich gar nicht wissen, was ein Gimbal ist. Ein Gimbal ist ein Gerät, mit dem man quasi beim Filmen eine richtig ruhige Hand hat. Jeder kennt das ja, wenn man am Filmen ist, man flattert immer noch. Und dieses Gerät, dieser Gimbal, sorgt dafür, dass euer Telefon immer in derselben Position bleibt, egal wie ihr es haltet. Und dadurch kriegt man auf jeden Fall richtig schöne, ruhige Aufnahmen hin. Gucken wir einmal kurz, was hier alles mit enthalten ist. Wir haben zum einen eine Anleitung, die ist in Deutsch. Das ist schon mal super. Dann haben wir Ladekabel für unser Gerät. Das ist hochwertig verarbeitet, schön gummiert. Dieses Kabel ist dazu da, um den Stabilisator aufzuladen. In dem Gerät ist natürlich eine Batterie drin. Das ist ein Lithium-Ionen-Akku. Und das Coole ist auf jeden Fall, dass man dabei das Teil auch noch als Ladegerät bzw. als Powerbank fürs Handy benutzen kann. Wir haben dabei einmal einen kurzen Selfie-Stick und der ist auf jeden Fall gummiert, hochwertig verarbeitet. Und warum ist das wichtig, dass er gummiert ist? Denn man möchte natürlich nicht von der Hand Geräusche übertragen, die dann nachher im Handy quasi da den Ton beeinträchtigen. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass alles gummiert ist. Der Selfie-Stick ist natürlich, der lange Selfie-Stick ist auch gummiert. Den können wir einfach ausfahren und wieder zusammenfahren. Ausfahren, arretieren, durchdrehen. Und schon ist das Ding flott. Wir haben eine Länge damit von 90 cm und das ist ganz interessant, je nachdem, was für Perspektiven man filmen möchte. Und deswegen ist so ein Selfie-Stick auf jeden Fall Gold wert. Vorne haben wir eine normale Stativaufnahme, die passt unten auch in unser Gimbal rein. Die Verschlusstechnik erinnert alles so ein bisschen an GoPro, das haben die sich da, glaube ich, abkopiert, aber alles sehr hochwertig verarbeitet in meinen Augen. Hinten nochmal mit Schaumstoffgriff, ganz wichtig, wie gesagt, kein Ton übertragen und nochmal eine Schlaufe, falls man das Ding verliert, das wäre ja schade. Der Preis für unser Gimbal liegt bei 107 Euro, ich muss mal gucken, 61 Cent waren das jetzt und das ist ein einachsiger Gimbal. Warum nur einachsig, werde ich euch auf jeden Fall gleich nochmal erklären. Auf jeden Fall ist ein einachsiger stabiler, beziehungsweise geht nicht so schnell kaputt, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben auf der Rückseite nochmal eine Folie, die kann man abmachen und das ist kein Schminkspiegel. Der Spiegel ist dazu da, damit man sich selber sehen kann, wenn man das Handy so eingebaut hat, dass man quasi die Rückseite nur hat ohne das Display. Und die Montage des Handys ist auch ganz einfach. Wir öffnen einfach hier diese Klammern, setzen unser Telefon mittig ein, drücken einmal runter und schon ist es auf jeden Fall fixiert. Unten können wir natürlich entweder den kurzen oder den langen Selfie-Stick anschrauben. Wir können natürlich an den kurzen Selfie-Stick von unten auch nochmal etwas ranschrauben oder auf ein Stativ schrauben, je nachdem, wie man das möchte. Schauen wir uns das Gerät einmal mal genauer an. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, unser Mini-USB reinzustecken und quasi am Laptop oder an der Handydose das Ganze zu laden. Hier vorne können wir einen USB-Stecker reinstecken. Der ist natürlich da, um unser Handy zum Beispiel zu laden oder das Gerät als Powerbank zu benutzen. Je nachdem, wie wir filmen möchten, ich möchte jetzt im Querformat filmen, dann halte ich das Telefon an dieser Stelle fest und dann schalte ich das Gimbal ein. Wir hören einmal ganz kurz, dass es reagiert und das Geile ist, jetzt können wir unser Telefon bzw. unsere Kamera nutzen, wie wir möchten. Wir können das drehen und wir können auch schnell drehen und unser Telefon hat immer die Waage bzw. bleibt immer waagerecht, ohne dass wir da störende Wackler drin haben. Was natürlich mega wichtig ist, wenn man sich selber filmt, wenn es ein bisschen dunkler ist und so weiter, man kann das Licht noch einschalten. Wir haben an der Seite einen Knopf, dann haben wir hier unten ein bisschen Zusatzlicht. Das heißt, dass wir im Dunkeln auch gut zu erkennen sind und das ist auf jeden Fall ganz wichtig, denn ein Telefon hat einen relativ kleinen Sensor und der ist natürlich auch lichtempfindlich und umso mehr Licht, umso besser ist dann nachher auch die Videoqualität und man steht selber auch mehr im Fokus. Klar, es gibt Gimbals, die im Zwei-Achsen-Modus unterwegs sind. Das heißt, dass die nicht nur links-rechts können, sondern auch vorne und hinten das ausgleichen. Allerdings ist es bei mir beim Filmen wichtig, dass ich damit auch nach vorne gehen kann. Und das Problem ist beim Zwei-Achsen-Gimbal, dass er relativ schnell kaputt geht. Wer einen hat, der kann das auf jeden Fall, denke ich mal, bestätigen. Einachsiger Gimbal ist nicht anfällig und er hat auf jeden Fall ein kleines Packmaß. Dann packen wir das Telefon mal hier raus. Dann sehen wir auf jeden Fall das ganze Ding. Das kann man sich auch somit irgendwo in die Tasche reinstecken, ohne dass es Platz wegnimmt. Ein einachsiger Gimbal ist halt kaum empfindlich gegen Stöße oder sonst irgendwas. Da kann man jetzt gegenhauen und so weiter, ohne dass irgendwas passiert. Ich filme ja viel mit meiner Hauptkamera, allerdings Sachen, die dicht dran sind, die mache ich mit dem Handy, weil es einfach einfacher ist. Und ich würde sagen, ich mache mal kurz ein Video, damit ihr seht, wie das Ganze überhaupt abgeht. Wichtig ist natürlich, dass ihr das Telefon mittig drauf habt, dann muss der Gimbal nicht zu viel arbeiten. Dann habt ihr das mehr nach rechts oder mehr nach links, dann ist es nicht in der Waage. Und er muss natürlich dauernd gegen anarbeiten und das verkürzt auf jeden Fall die Akkulaufzeit. Das ist auf jeden Fall schon mal
ganz wichtig. Ich gehe jetzt mal nach draußen, damit ihr seht, wie das Ganze im Dunkeln ankommt und dass ihr euch ein Urteil darüber machen könnt, wie das beim Laufen dann aussieht. Und ich werde auf jeden Fall nochmal ohne Gimbal filmen und einmal mit Gimbal, damit ihr seht, wie das so rüberkommt. So, das Ganze filmen wir jetzt einmal ohne Gimbal, damit ihr das seht. Ich habe den jetzt hier in der Hand, damit ich ein bisschen Licht habe, weil ohne wäre das einfach zu dunkel. Und damit ihr auf jeden Fall einen Eindruck habt, hier vorne steht die Schwiegermutter. Vielleicht können wir die auch nochmal kurz mit filmen. Heute nicht, sagt sie. Da geht die Tür aber schnell zu. Doch. So, jetzt probieren wir das Ganze natürlich noch einmal mit Gimbal. So, das Ganze filmen wir natürlich nochmal mit Gimbal. Und wir laufen jetzt ein bisschen. Ich habe natürlich hier wunderbar die Hand frei weit nach vorne gestreckt. Und die Videoqualität leidet natürlich in der Dunkelheit. Das ist allerdings ganz normal. Aber mit dieser Lampe an der Seite ist auf jeden Fall möglich, auch beim Dunkeln noch ordentlich zu filmen. Und ich denke mal, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir haben keine Wackler oder irgendwas hier anderes irgendwie drinne. Und das ist auf jeden Fall in meinen Augen schon mal richtig cool. Man sieht natürlich das Bildrauschen, das ist der einzige Nachteil. Bildrauschen lässt sich nicht vermeiden bei Dunkelheit, bei dem kleinen Sensor. Wir benutzen ja die Rückkamera. Aber es ist auf jeden Fall richtig schön stabil. Man kann mit dem Handy natürlich richtig gute Videos machen. Und top. Richtig top. Das Gimbal bekommt von mir 5 Sterne, es funktioniert alles einwandfrei, ist sehr gut verarbeitet und der Preis ist in meinen Augen gerechtfertigt. Ich denke, dass sich das Teil auf jeden Fall mit zum Bestseller entwickeln wird und wir haben auf jeden Fall viel bessere Videoqualität als vorher und wir können damit richtig gut arbeiten. Klasse ist, wie gesagt, dass wir einen Selfie-Arm dabei haben, eine Verlängerung nochmal, dass es alles gummiert ist, dass wir quasi keine Störgeräusche an die Kamera bzw. an das Telefon abgeben und dass alles wirklich sauber und top verarbeitet ist, dass wir unser Gimbal nochmal als Powerbank benutzen können, also nicht nur einen Nutzen davon haben, sondern gleich mehrere. Und deswegen gebe ich dem Teil auf jeden Fall beruhigt 5 Sterne. Der Akku hat mit 2600 mAh auf jeden Fall eine gute Größe und ist auf jeden Fall genau richtig. Wäre er größer, wäre das Ganze wieder zu schwer und wäre er kleiner, könnte man das wieder nicht als Powerbank benutzen und von daher top. Eine Kaufempfehlung kann ich aussprechen, das Ding funktioniert, ist alles das, was versprochen wurde, in der Beschreibung wurde eingehalten, hat auf jeden Fall eine sehr schöne Größe und vor allen Dingen kann man das Ding überall reinpacken, ohne dass es gleich kaputt geht und kann super gute Videos damit erstellen. Deswegen 5 Sterne. Wer sich dafür interessieren sollte, der Link ist unten in der Infobox, kommt wie gesagt von Amazon und ansonsten Top-Teil. Ich würde mich freuen, wenn du mich abonnierst, wenn dir das Video weitergeholfen hat oder du einen Daumen nach oben da lässt oder ein schönes Kommentar. Ansonsten bis morgen, bis zum neuen Test hier auf Videocheck. Bis dann, euer Paul. Ciao.